Sie sind hier, 22. Oktober 2018, 14.43 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Mikael Eischek spielt im Sturm bei Aufsteiger Nürnberg. Urheberrecht Getty Images. Eine Knieblessur zwingt Mikael Eischek zu einer Pause. Der Mittelstürmer vom 1. FC Nürnberg verletzt sich im Spiel gegen Hoffenheim. Aufsteiger 1. FC Nürnberg muss vorerst auf Mittelstürmer Mikael Eischek verzichten. Der schwedische Nationalspieler zog sich am Samstag bei der 1:3 Niederlage der Franken gegen die TSG Hoffenheim eine Innenbandzerrung im linken Knie zu. Wann der 25-Jährige wieder ins Training einsteigen werde, sei offen, teilte der Club mit. Eischek hat in der laufenden Saison 2 Treffer für den Tabellen-14. Erzielt. Im Vorjahr war er mit 12 Zweitligatoren maßgeblich am Nürnberger Aufstieg beteiligt. Von Sportinformationsdienst.